Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen jetzt Mirror's Edge Catalyst. Das Ganze findet jetzt auf der Xbox One statt, denn dort kann man das jetzt schon zocken durch das EA Access Programm. Das gibt's halt einfach nur auf dieser Plattform. Ist die Vollversion, wir können da einige Stunden reinzocken. Also wenn wir schon einen guten Einblick bekommen. Und wie gesagt, Vollversion auf Deutsch natürlich alles im Gegensatz zu der Beta. Da habe ich auch schon ein paar Videos gemacht, die war ja komplett auf Englisch für die Leute, die da schon dabei waren. Und wir wollen gar nicht, oder ich will gar nicht so lange quatschen. Ihr wisst jetzt Bescheid. Und ja, neues Let's Play, neues Projekt. Lasst auf jeden Fall gerne Feedback da. Unterstützt es gerne, wenn es euch gefällt, ihr mehr sehen wollt. Und lasst einfach ein Like da, wenn ihr möchtet. Schreibt mal euren Ersteindruck in die Kommentare zum Spiel an sich. Holt ihr euch das Spiel? Habt ihr den Vorgänger gespielt? Solche Sachen könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und für mehr Infos zum Kanal, zu mir, folgt mir gerne auf Instagram oder Twitter. Das erwähne ich auch viel zu selten. Macht das gerne mal. Alle Links sind dazu auch in der Beschreibung. Das war es allerdings wirklich. Wir fangen einfach an und viel Spaß mit dem Intro. Los geht's. Sofort! Faith, ich hab Angst! Ich laufe für Sie, Dogen, aber Noah darf nichts davon erfahren. Du schuldest mir eine Menge Geld, Faith. Ich erwarte, dass du dein Versprechen einhältst. Voranzubringen. Als zukünftiger Mitarbeiter eines Unternehmens Ihrer Wahl sind Ihre Möglichkeiten grenzenlos. Nutzen Sie Ihr Potenzial. Der Schlüssel zum Erfolg sind harte Arbeit und unermüdlicher Einsatz. Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Talente einbringen. Letzter Tag, hä? Ich dachte, du bleibst für immer hier, Zecke. Arbeit wird belohnt. Oder hättest du gern noch mal 3 Monate? Faulheit bestraft. Es wäre so einfach. Persönliche Freiheit hat ihren Platz. Na los, gehen wir. Der Tag ist noch lang. Unsere Gesellschaft erwartet, dass jeder Mitarbeiter etwas zum Erfolg seines Unternehmens beiträgt. 12 Monate Haft, sowie weitere 9 Monate für verschiedene Fälle von Insubordination. Freilassung unter diversen Auflagen bewilligt. Also, wenn es nach mir ginge... Gesetze dienen ihrer Sicherheit. Achtet auf Regelbrecher in unserer Mitte. Sie müssen sich unverzüglich eine Anstellung suchen und werden ständig via Gridlink überwacht. Sollten Sie nach 14 Tagen noch ohne gültige Anstellung sein, werden Sie in einer Einrichtung in den Greylands überstellt. Verstehen Sie diese Auflagen? Lasst mich einfach hier raus. Harte Arbeit zahlt sich aus. Die Umkleide ist links, Zecke. Dogen lässt dich grüßen. Genieß deine Freiheit. Stadt Glas willkommen.
Da hier sämtliche bedeutenden Unternehmen angesiedelt sind, sollten sich ihnen reichlich Gelegenheiten bieten, eine neue Anstellung zu finden und ein produktives Leben zu führen. Sie gehören zu den wenigen, die eine zweite Chance erhalten. Verspielen Sie sie nicht. Alles klar, Leute. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Spiel. Und es fängt genauso an wie... Alles klar, sorry. Und es fängt genauso an wie die Closed Beta. Weißt du, ich dachte, der gibt mir irgendein Zeichen oder sonst was. So, raus hier. Alles klar. Ich bin Icarus. Noah schickt mich. Das könnte jeder behaupten. Du musst mir einfach vertrauen. Hier, nimm das. Ich will von der Straße runter. Ein Beatlink? Aber... Leg es an. Es muss vernetzt und kalibriert werden. Noah brennt darauf, mit dir zu sprechen. Was zum Teufel? Schon, wir müssen weiter. Was stimmt damit nicht? Setzen Sie ein Zeichen. Fahren Sie Bryce. Das hätte ich fast vergessen. Dein Gridlink muss ab. Es verursacht die Interferenzen. Und das sehen die Mitarbeiter ständig? Ja, du bist wohl nicht geläutert genug, um es zu genießen. Ich bin gar nicht geläutert. Das war's. Du bist raus aus dem Bild. Dein Verschwinden wurde bemerkt. Wir müssen hier weg. What the fuck? Ja, so einfach geht es, aber auch so schnell sind die da. Alles klar, let's go. Hauen wir ab. Bin dabei, Junge. Wir treffen uns dann weiter vorne. Noah, sie ist draußen. Ich habe ihr das Speedlink gegeben und sie ist nicht mehr im Grid. Faith, bist du da? Deine Stimme zu hören, aber du musst weiter. Du musst Casey von deiner Spur abbringen. Es ist leichter gesagt als getan, Noah. Sie wird offenbar mit entschlossen, Faith aufzusperren. Darauf sind wir vorbereitet. Faith, du müsstest bald zu einem alten Lagerhaus kommen. Sobald du drin bist, ja, wir haben Zukunft. Nein, das ging nicht hin. Gib auf! Alles klar. Ja, gar keine Chance, der Typ. Verzieh dich, Junge. So sieht es aus hier. Zack. Moment mal. Bevor wir weiterlaufen, ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, das einzustellen, weil das Spiel eigentlich quasi direkt gestartet hat. Warum ist der Dialog so leise, ey? Ich verstehe die eh kaum schon. Und die deutsche Synchro. Also manche gehen, manche, naja. Sind. Naja. Nee. Naja. Okay, mal gucken, ob es jetzt besser ist. Okay, ich bin drin. Will vielleicht mal jemand sagen, was zum Teufel hier vorgeht? Sie wollten dich in einen Greyland Foodbrook schicken, also mussten wir handeln, Faith. Die Entfernung deines Gridlings macht dich zu einer Flüchtigen. Aber wir haben einen Plan. Folge dem Runner Echo durch das Lagerhaus. Icarus wird sich auf der anderen Seite mit dir treffen. Bis dahin sollten sie die Verfolgung auch abgeblasen haben. Vorausgesetzt, du schaffst es durch das alte Gebäude. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob die berühmte Faith wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Hör auf zu nerven, Icarus. Natürlich schafft sie das. Oh, dein Beatling wird währenddessen kalibriert, Faith. Okidoki. Ich glaube, von Noah ist die gleiche Stimme am Start, aber irgendwie von Faith selber ist, glaube ich, eine andere im Vergleich zum Vorgänger. Hartnäckiger, als ich erwartet hatte. Phoenix Carpenter? Ja, Dogen hatte sie mit einem gefälschten Gridprint ausgestattet, als sie geschnappt wurde. Ich habe ihn als Rückversicherung in ihr Beatlink übertragen. Er könnte uns später noch nützlich sein. Dein Vito ist gerade eingetroffen. Ich schätze, Kasek meint es ernst. Lauf einfach weiter. Ich bin dabei, Noah. Ja, das kennen wir, wie gesagt, schon aus der Beta.
Vielleicht der eine oder andere war ja auch schon da dabei. Hab mir da ein bisschen zugeschaut. Jetzt, wie gesagt, die Vollversion. Seit du gestoppt wurdest, Faith. Krüger greift ihn selbst bei Bagatelle nicht nur rigoros durch. Ja, es ist im Moment bestimmt alles andere als leicht, ein normaler Mitarbeiter zu sein. Ich habe einer schon Mitleid mit ihnen. Sie haben sich vor langer Zeit für dieses Leben entschieden, Icarus. Control? Ich habe Carpenter Ja, komm. Und tschüss. Das war's schon. Der kann ja gar nichts, Junge. Uah, mieser Auftritt. Er wollte einfach nichts aus dem Weg gehen. Und jetzt wissen sie, dass du hier warst. Ich hatte keine Wahl. Klar, wir müssen hier weg. Nimm besser einen anderen Weg zum Everdyne Tower. Wir trennen uns wieder. Lenken sie ab. Schaffst du es bis rüber zu diesen Rohren? Klar doch. Gut. Dein Beatlink sollte inzwischen kalibriert und deine Runner Vision aktiv sein. Folg einfach dem Rot. Wir treffen uns dann beim Tower. Gehen wir. Ah, dieser Icarus, der denkt auch, der ist der Mr. Coolness in Person, denkt er, glaube ich. So, locker easy hier. Also ich bin mir recht sicher, dass es eine andere Stimme ist. Ja, doch. Wow! Was ich ein bisschen schade finde. Die Stimme vom ersten Teil war doch ganz nice, ganz passend. Aber die ist jetzt auch nicht so schlecht. Also, was heißt so schlecht? Geht schon in Ordnung. Ich lasse einen anderen Weg zum Tower nehmen. Kasek hat die Kreuzung abgeriegelt. Okay, gut. Sobald ihr da seid, habe ich eine Kleinigkeit für euch. Faith, du bist auf dem Weg zu einem Bürogebäude, das sich gerade im Bau befindet. Es ist ein guter Ort, um sie abzuschütteln. Bleiben Sie stehen, bitte! Zum Beispiel bei den Wachen. Na, die sind jetzt. Kasek ja. Hat gerade einige Einheiten im Everdyne Tower abgesetzt. Verdammt! Okay, wir kriegen das hin. Lauf zum Orion-Gebäude, Faith. Das ist ganz in der Nähe. Icarus, du triffst dich dort mit ihr. Bin schon unterwegs. Aber die Steuerung macht einfach so Laune. Die macht einfach so Bock. Hier ist überall Kasek! Such nach einer Seilrutsche, die zum Orion-Gebäude führt. Ich bin jetzt beim Orion-Gebäude. Gut. Sieh zu, dass du auch dorthin kommst, Faith. Ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt. Ja, hast du. Zumindest vorerst. Wie es scheint, bist du in den 2 Jahren im Knast sogar noch besser geworden. Jetzt zu, dass du das Orion-Gebäude erreichst. Oh, Ghetto Prison Workout nennt man das. Zumindest bist du vor Sonnenaufgang hier. Wer bist du eigentlich? Seit wann gehörst du zur Kabale? Seit etwa einem Jahr. Ich bin in ihr aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Faith, bist du schon bei Orion? Bin ich. Gemeinsam mit dem Neuen und seinem riesigen Ego. Schluss damit, alle beide. Uns gehen die Optionen aus. Der einzige Weg führt durch den Everdyne Tower. Und da Kasek dort ist, müsst ihr kämpfen. Icarus, lad die Kampfmod auf Faith Speedlink. Okay, erledigt. Gut. Faith, nutzt die Mod, um deine Kampffähigkeiten aufzufrischen. Ich hatte gehofft, das wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Ich schaff das schon. Weiß ich doch. Mod erzeugt ein paar Gegner-Echos. Gibt dir außerdem haptische Spiele. Ich warte hier, während du dich vorbereitest. Ich kann von hier aus nachverfolgen, wie du dich schlägst, Faith. Lass uns anfangen. Noch besser ist es natürlich, wenn du einen Gegner gegen einen anderen schleuderst. So erwischst du 2 auf einen Schlag. Krasser Tipp. Alles gegangen, kein Problem. Im Kasek-Funk ist es ein bisschen ruhiger geworden. Aber sie wissen, dass du da irgendwo bist, Faith. Und sie wissen auch, dass du durch den Tower musst, um zu entkommen. Könnten wir nicht die Straße nehmen?
Wir gehen niemals nach unten, solange es sich vermeiden lässt. Das weißt du ganz Ups. Genau, Icarus. Ja, ich weiß. So, ja, ist ja klar, wir müssen erstmal das Tutorial durchspielen, bevor uns die offene Welt wieder zu Füßen liegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bis dahin soll ich anscheinend auch die Schnauze halten, weil mir das Spiel gar keine Möglichkeit gibt zu reden. Das ist eine geile Sache. Vergiss nicht, deine Umgebung zu nutzen, wenn du angreifst. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin echt überrascht, wie versessen sie darauf sind, Phoenix-Karten da zu schnappen. Wir können vermutlich von Glück reden, dass sie nicht wissen, wer du wirklich bist, Faith. Sonst stünden die Dinge noch weitaus schlechter. Wieso? Welchen Unterschied würde das machen? Lies dir einfach mal die Familiengeschichte der Karnas durch, Icarus. Dann weißt du, wieso. Nein, wir haben es abgeschlossen. Hier kämpfst du gegen Echos. Aber was dich erwartet, sind echte Gegner. Unterschätze sie nicht, Faith. Ich bin bereit, Noah. Du warst schon immer eine gute Kämpferin, Faith. Kriegst das hin? Ich bin drin. Du kriegst das hin, Faith. Ich krieg das hin. Du kriegst das hin, Faith. Bam, Junge. Wow, Alter, wieder weggeflogen. Ich habe eben deine Spezialeinheit erwähnt, die zum Einsatz kommen soll. Vielleicht eine neue Drohne oder sowas in der Art. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Boah, Moment mal eben. Ich muss auch noch mal kurz was an der Steuerung machen. Das ist mir einfach viel zu langsam. Änderung speichern. Ja, speichern Sie bitte dies. Und tschüss. Bam, Junge. Oh, da hatte ich nicht genügend Anlauf. Ey, man kommt hier echt gar nichts zum Reden. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ganz gut. Ja, ich habe mich nur einmal gelesen. Ey, gutes Let's Play, aber bitte rede nicht so viel. Deswegen, also, das ist für euch, Leute. Was? Von hier hinten muss ich anfangen? Nur weil ich nicht so genügend... Oh Gott, alles klar. Juhu! Ich bin drin. Du kriegst das hin, Faith. Ja, dann wollen wir mal. Eins noch. Kasek hat irgendeine Spezialeinheit erwähnt, die zum Einsatz kommen soll. Vielleicht eine neue Drohne oder sowas in der Art. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Ja, schon sein Knüppel schwingt. So, diesmal sicher. So. Hey, was ist denn los hier? Dreh dich doch arm, Junge. Komm schon. Habt ihr gesehen, wie der down gegangen ist? Oh, der ist schon einen Trip bekommen. Oh, jetzt bin ich auch noch gegen eine Plastikbox gelaufen. Jetzt ist vorbei. Ich bin K.O. Juhu. Das macht so Laune, hier durch die Gegend zu rennen. Das macht einfach so Laune. Oh. Control. Ich kann sie nirgendwo sehen, aber das kann sie unmöglich überlebt haben. Wiederholen Sie das. Keine Lebenszeichen. Dann ist sie tot. Lassen Sie den Aufräumtrupp die Leiche ausgraben. Ich habe Besseres zu tun. Ja, sie hat sie alle ausgeschaltet. Schicken Sie am besten auch ein paar Sanitäter her. Ich bin hier fertig. So. Jetzt hier nochmal den gleichen Weg entlang gehen. Wie gerade eben. Es war zwar ein paar Mal ziemlich knapp, aber du hast dich wirklich gut geschlagen, Faith. Schönen Dank. Eigentlich sollte ich nicht überrascht sein, dass du Kasek derart verärgert hast. Das ist ja schließlich deine Spezialität.
müssen uns in Zukunft vor dieser Spezialeinheit vorsehen. Wie es scheint, haben sie ihr Kampftraining verbessert. Ach Quatsch nur, die können trotzdem nichts. Na, noch ein bisschen höher. Ich habe ein neues Versteck organisiert, wenn du weg warst. Du findest uns in der Transitstation Zephyr. Komm jetzt nach Hause, Kleine. Ups. 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 Entschuldigung. Tut mich leid, tut mich leid. So. Alles klar. Jetzt kommt der Assassin's Creed-Moment. Fokusschild. Durch Freerunning-Aktionen baust du einen Fokusschild auf, der dich im Kampf vor Schaden schützt. Verlagerung. Eine schnelle Beschleunigung, durch die rasch ein Fokusschild aufgebaut wird. Alles klar. Das ist ein schöner Moment, wie ich finde. So mit der Musik alles. Sie ist leise, so, ja, komm nach Hause, Faith. Schon schön, finde ich. Ich bin jetzt auf dem Weg durch den Tower. Und übernehme dann noch kurz eine Lieferung. Ich schaue später nochmal bei dir vorbei, Noah. Klingt gut, Icarus. Wir müssen noch ein Spiel zu Ende bringen. Sobald du näher kommst, wirst du die Zeichen erkennen, Faith. Folge ihnen einfach bis nach Hause. Anschließend sollten wir dafür sorgen, dass du wieder in die Welt eingeführt wirst. Ich habe einen Run für dich, mit dem wir das hinkriegen müssten. Kaum geflüchtet, muss sie direkt wieder arbeiten. Weißt du Bescheid? So ist es halt. Und sind die hier immer noch am Trainieren? Jawohl. Wie war's im Knast? Ist okay, Bubi. Krass. Ich könnte es ja nicht ertragen, 2 Jahre lang eingesperrt zu sein. Dann wäre ich lieber tot. Ist das eigentlich deren Ernst jetzt hier? Also. Guck mal, wie er guckt, Alter. Er denkt, er ist der Sunny Boy Nummer 1 oder was? Was ist los mit dem? Die neben ihm kommen Menschen rüber als er selbst. Was schon alles sagt eigentlich. Zu beiden quasi. Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Bam, du blöde Kuh. Nett hast du es hier. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Der ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Mhm. Der ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der Beste? Sprich mit Birdman, dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier. Dogen hat mir Grüße geschickt. Ja, das klären wir später. Jetzt geh.
Überrasch mich. Ach, übrigens, da wartet ein Paket auf dich, Faith. Ich denke, dir wird gefallen, was du darin findest. Alles klar, das nehmen wir noch mit. Und danach würde ich sagen, war es das erste Mal für den ersten Part. Boah, ja, Mann. Hi, Faith. Lange nicht gesehen. Was sind das hier? Was ist das hier für Musik? Hallo, weg damit! Okay. Meine Klamotten. Nomad hat sie vorbeigebracht. Direkt nachdem du geschnappt wurdest. Ja, und vielleicht wurden sie auch mal zwischendurch gewaschen. Ich habe dein Beat mit deiner Kartenmod von Glass aufgerüstet. Du wirst sie brauchen, um dich zurechtzufinden und auch die kleineren Runs überall in der... Das ist doch... Aha, aha. Okay, das war gut zu wissen. Machen wir das doch mal so, Ausrüstung. Sorbus. Die Karte zeigt dir verfügbare Ziele und du kannst mit der Runner Vision festlegen, wie du zu ihnen kommst. Herauszoomen. Bam. Wegpunkt setzen, habe ich gemacht. Und das raus. Na gut. Oh, was ist das hier? Beta-Teilnahme. Boah, Junge, ich bin der Beste. Runner-Kits enthalten Objekte, mit denen du dein Runner-Echo im Fortschritt, Bildschirm oder dein Runner-Tech auf Mirror's Edge, bla 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 bla. Und in der Begleit-App anpassen kannst. Jawoll! Ja, das ist halt geil, Mann. Mensch. Spiele plus eine App extra? Mann, sowas liebe ich richtig. Was soll das denn, Mann? Mach ich natürlich nicht. Die wissen auch so, wer der Chef hier im Ring ist. Nee, Quatsch. Ich sehe es jetzt schon kommen, wie oft ich runterfalle und so weiter und so fort. Gut, Leute, das war's erstmal an dieser Stelle. Ich danke erstmal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt von Mirror's Edge Catalyst, lasst auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung da. Ja, lasst ein Like da, schreibt mir euren Ersteindruck in die Kommentare, wenn ihr das jetzt wirklich zum ersten Mal seht. Für die Leute, die vielleicht die Beta-Meme gesehen haben, euren Eindruck zur Synchro vielleicht auch mal. Alle anderen natürlich gerne auch. Und schaltet beim nächsten Mal ein. Für mehr Informationen, für mehr Wissen über das, was euch erwartet so in Zukunft in Sachen Let's Plays etc. oder von mir ein paar Informationen, folgt mir gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram. Alle Links sind in der Beschreibung. Das war's, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.